Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 3. So, ich befinde mich jetzt hier Vorsicht, bei... ist die Mutter der Porzellankiste. Agathas Haus wieder. Und jetzt wollen wir mal die Stradivari abgeben. Meine Güte, ist es das, was ich glaube? Ach, du liebe Zeit, es ist, als seien Sie schon Ewigkeiten fort. Bitte sagen Sie mir, dass Sie gute Nachrichten für mich haben. Hier ist Ihre Violine, Agatha. Ach, du liebes Bisschen, ich muss sie sehen, bitte. Oh, sie ist schöner, als ich sie mir jemals hätte vorstellen können. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas geben, eine passendere Belohnung für all Ihre Mühen. Ich kann Ihnen nur die Wellenlänge meines Funkgeräts geben. Stellen Sie sie ein, wenn Sie einmal den Geigenklängen einer alten Frau lauschen möchten. Okay. Karma dazu gewonnen. Aufklärungstheater, Notsignal. Ja, ich würde gerne mal reinhören. Ah, jetzt. Man hört das ja fast gar nicht. Moment mal. Audio. Ja, mach mal. Dreh mal kurz das Radio auf. Jetzt muss ich aber leider schon Pause machen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt Copyright-Musik ist oder nicht. Deswegen dröhnen wir das Radio wieder runter und machen das einmal kurz aus. Weil so hört man das leider nicht so gut im leisen Modus und im lauten Modus. Naja, könnte Probleme mit YouTube geben. Wenn nicht, dann lasse ich es drin, dann ist es halt ein bisschen problematisch, aber naja. So, dann haben wir jetzt hier Waffenhaus. Da wollte ich ja eh noch hin. Das sind jetzt die letzten drei Dinger, die jetzt hier noch fehlen, ne? Ne, hier oben fehlt ja noch eins. Und da oben fehlt auch noch eins. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal vom Sendeturm oben zu den Klippenhütten. Klippenhütten. Okay. Klippenhütten. So. Deutsch, schwere Sprache. Und Skorpione, noch schwierigeres Kaliber hier. Ne, nicht auf die Beine. Auch nicht auf die Kralle. Na, da mache ich aber immer so wenig Schaden drauf. Oh, auf den Panzer schießen. Die halten halt einfach zu viel aus. Wie, der ist jetzt weg, oder was? Also wenn der sich jetzt eingraben kann, ne, dann... Bist du da unten runtergerutscht, oder was? Hier wird nicht runtergerutscht. Nicht heute, nicht hier. So, genau, Klippenhütten. Einmal geradezu. Einfach geradeaus laufen. Das müsste ich hinkriegen. Steht in meiner Jobbeschreibung, dass ich das können sollte. Ich ignoriere die auf der rechten Seite. Ich soll gerade auslaufen. Ich kann nicht. Ich muss gucken. Was ist da? Wir wissen, was da ist. Na, noch mehr Skorpione. So, da ist noch einer.
Ist noch nicht fertig hier. So. Die giftigen Drüsen nehme ich auch mit. Und weiter zu den Klippenhütten. Da könnte ich mir jetzt noch eine kleine Siedlung oder so vorstellen. Ich wollte gerade sagen, nicht gleich erschossen. Oh, weia. Oder das ist eine Raider-Basis. Irgendwas in der Richtung. Klippenhütten. Das sagt mir jetzt so an sich nichts. Könnte auch wieder so eine Supermutanten-Base sein. Okay, vertrauenswürdig sieht es noch nicht aus. Da ist zugenagelt. Gibt es hier irgendwie auch einen Weg nach oben? Oh, das sieht blutig aus. Sehr, sehr blutig. Das heißt, ich rechne mal mit allem. Aha. Also so wie ich es mir schon dachte, Supermutanten. Aber die nehmen wir mit. Hier auf den Klippenhütten. Ja, ja, ich komme da schon. So, ihn losbinden. Ja, genau. Und nein, du brauchst es dringender als ich. Das kennen wir ja auch schon. Dann gucken wir noch mal. Ah, das glaube ich. So, verstümmelte Torsos. Hier nochmal alle mitnehmen. Zündflamme. Hier noch irgendwas. Machen wir erstmal hier draußen den Rundgang. Bevor ich reingehe. Hier ist nichts weiter. Na gut, dann gehen wir mal ins erste Haus hier. Verlassene Hütte. Ich brauche nichts Besseres als ein geiler Kampf. Nichts Besseres als ein geiler Kampf. Na gut. Ja, der hat's hinter sich. Ebenso. Hier sind noch mal ein paar Spielzeugautos, ein paar Heftchen. Ein kleiner Safe. Ja, mal gucken. So, aber komm. Ihn losbinden. So, ist nicht zu fassen. Nein, brauchst es dringender als ich. Düs los. Ich hole mir meine Beute selber. So, alles was hier drin ist, ist meine Beute. Hier auch nochmal. Zündflämmchen. Ist für drei, nee, für vier Supermutanten hier gedeckt. Müssten eigentlich noch mehr sein. Naja, ich werde bestimmt gleich mein blaues Wunder erleben, wenn ich jetzt hier in die nächste Hütte reingehe. So. Ne? Abstellkammer wohl eher. Nagelbrett hat er hier noch. Bücher ohne Ende. Weil ein Supermutant mit so viel Büchern. Haben sie bestimmt aus der Bibliothek geklaut. Aus der Roosevelt-Bibliothek. Und hier hinten hingeschmissen. Weil sie damit nichts anfangen konnten. Ja, ja, ja. Das sind die Bücher, die ich dort vermisst habe. Haben wir euch erwischt, Brüderchen. Ihr wolltet einfach nur noch mal ein bisschen was lernen. Und der Safe ist wirklich gut versteckt. Okay, kostet mich sogar noch mal eine Haarklammer. Ah, noch mal eine Laserpistole.
Schrotpatronen. Aber sonst ist hier nichts weiter. Eher gähnende Leere. Na gut. Gehen wir mal wieder raus. Das war's jetzt hier schon mit den Klippenhütten. Also hier hinten ist jetzt noch ein Weg. Wahrscheinlich der offizielle Weg. Und ich bin schon wieder einen anderen gelaufen. Das ist doch jetzt hier nicht mit den Klippenhütten, oder? Tatsache, nur zwei verlassene Hütten und da hinten geht's noch Oasis. Tja, gut. Ist ein bisschen doof. Ich dachte, hier wäre mehr. Ich habe jetzt hier echt mit einer kleinen Raider-Siedlung oder so gerechnet. Mit armer Raidern. Oder jetzt hier auch mit Supermutanten, hatte mich erst gefreut, dass hier vielleicht nochmal ein paar Überlords rumrennen. Herr der Supermutanten sind zwar auch schon stark, aber ich wollte schon richtig ins Schwitzen kommen hier. Naja gut, dann kann ich alles haben. Jetzt die Frage, wo kamst du eigentlich her? Du müsstest ja hier der Torwächter gewesen sein, oder? Das heißt, hier hinten geht es irgendwie runter? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Gut, in welche Richtung müssen wir dann jetzt laut Weltkarte gehen? Oh, in die Richtung mehr. Richtung Süden, ne? Oh, noch ein bisschen weiter. Richtung Südwest. Dann tiegeln wir hier nochmal quer durchs Ödland. Im Südwest. Das müsste ja dann bald irgendwann auftauchen hier. Irgendwo. Schauen wir mal. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Nochmal gucken. Ja, doch, ist richtig. Wir laufen hier definitiv richtig. So. Ah, jetzt sehe ich es auch schon. Da hinten. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich ein Monster von Grafton, aber falsches Spiel. Das wird bestimmt ein Stein sein, der von weit nur so aussieht. Weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind mit dem Monster von Grafton. Die haben zu viel Fallout 3 gespielt. Okay, da vorne ist wieder ein roter Punkt. Protektor, ne? Ich töte nur. So. Das Altmetall, das schnapp ich mir. Denn das gibt es ja nur hier. Ah, hier sieht es schon wieder interessanter aus. Das ist wieder ein Augenbot. Es wird gut, aber schmerzhaft. Ja, ist es doch schon passiert. So, Häuser im Recycling Resort. Ja? Deswegen knurrst du. Es wird gut, aber ohne was kriege ich euch weggeschossen hier. So, dann gucken wir doch mal. Ei. Das sieht nach einer riesigen Leichenhalle aus hier. Ja, das gute alte UFO. Wenn man so mal bedenkt, wie alt dieses UFO eigentlich schon ist auf den Spielplätzen. Das ist jetzt sozusagen das erste Modell. Sag mal, wo kommt denn jetzt der Enklave-Dude her? Jetzt bin ich auch schon überlastet. Jetzt habt ihr es geschafft.
Na gut, machen wir hier mal ein klein wenig zusammen. Dann kann ich auch gleich wieder mich ein bisschen bewegen. Haben wir noch doppelte Waffen? Nee, die haben wir nicht doppelt. Na gut. Ah, aber da hinten ein Auto erwischt. So, ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Erstens will ich jetzt hier nochmal kurz auf die lokale Karte gucken. Falsch. Ja. Damit ich dann vielleicht auch nochmal sehen kann, ob hier irgendwie ein Zugang ist im Untergrund. Kleine Bunkeranlage oder sowas. Wäre ja möglich. Möge der Kampf beginnen! Also irgendwie treffe ich heute auf alles Mögliche, aber keine Ruhe. Ich darf heute nicht looten. So. Dabei will man sich doch hier nur so ein bisschen umschauen. Oh, was haben wir denn hier? Erste-Hilfe-Paket. Ein Öfchen. Na gut, ab ins nächste Haus. Kleine Garage hier. Rasenmäherchen. Den möchte ich auch noch geöffnet haben. Danke, Dogmeat. Können wir eigentlich fast bis zum Getreidespeicher durch, wa? Ah, jetzt weiß ich, wo der Enklave-Dude hergekommen ist. Jetzt sehe ich das Symbol da vorne. Aber hier ist sonst nichts weiter. Schade. Das ist aber ganz schön weit weg von zu Hause. Hier laufen. Ah, hier haben wir noch ein Kistchen, aber das ist leer. Auch soweit leer. Geschichten eines Ödlandsverkäufers. Okay, immerhin. Schmutzige Kleidung. Na, vielleicht kriegen wir gleich nochmal Power-Rüstung recycelt. Aber hatte ich hier eben nicht noch ein Silo gesehen? Möge der Kampf. Na, wartet. Das wird euch nicht helfen da. Irgendwann bin ich für mich auch zu nah dran. So, und der nächste. Ne, das war definitiv ein Treffer. Jetzt. Jetzt werde ich mich hier aber nicht viel bewegen können. Oh, nochmal Raketen, cool. Achtsamkeit bedeutet Sicherheit. Ja. Da haben wir sogar nochmal ein Lasergewehr. Oh, die sind aber auch nett. Also Reparatur durch Enklave ist immer optimal hier. Habe ich bis jetzt kein Problem mit. So, jetzt können wir noch mal kurz gucken, ob wir Kleidung und Co. vielleicht noch mal ein bisschen zusammenkriegen hier. Nee. Nur was Schmutziges hier. Na gut, hier haben wir jetzt Plasma-Granate, Plasma-Pistole. Alles Mögliche dabei. Gut, das ist jetzt natürlich doof. Wollten Sie etwas sagen? Ja. Wir sind ja noch längst nicht an der Ende hier. Ausrüstungstausch. Aber gerne doch. Nimm mal hier kurz die ganzen Waffen und Co. Das dürfte ja schon mal reichen. Und
So, und da ist auch das Silo. Das hatte ich eben gesucht. Weil meistens kann man ja in diese Silos hineingehen. Meistens. Nee. Okay, das ist ein Silo, was mir nicht weiterhilft. Ja, wir haben hier sonst nichts weiter. Jetzt können wir hier nochmal in die Scheune gehen. Rasenmäher mitnehmen. Hier sind nur Sandsäcke. Oder Weizensäcke. Irgendwas in Säcken sind da. Hier ist nochmal Munition. Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Okay, und hier haben wir nochmal was Verschlossenes. Eieieiei. Sicher jetzt, es ist sehr schwer. Okay. Oh, Gleisnägel, Schrotpatron. Auf jeden Fall hat sich das hier gelohnt. Und 10 Nuka-Colas wurden entfernt. Könnte ich eigentlich mal unter Hilfe die ganzen Sachen hier mal ein bisschen durchgehen. Nikola Tesla und sie. Noch eine Zeitschrift. So, passt doch. Leguan am Stiel. Ja komm, fressen wir mal. Nehmen wir noch mal ein bisschen Wasser zu uns. Fallobst, Meilerküchlein. Kakerlakenfleisch. So. Haben wir noch mal ein bisschen satt gesnackt. Aber jetzt sind wir hier hinten auch soweit durch. Das heißt, hier sind wir jetzt soweit ganz durch. Jetzt muss ich nur aufpassen, hier war irgendwo das mit den Aliens. Das wollen wir jetzt natürlich noch nicht starten. Indem wir da einfach dran vorbeilaufen. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Na, eigentlich müsste ich ja jetzt meine nächsten drei Ziele hier hinten. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich jetzt hier wirklich oben alles soweit schon hab. Das sieht gut aus. Auch hier unten haben wir eigentlich schon alles. Dann ist das Ödland schon mal wieder durch. Denn das ist eigentlich nur noch ein bisschen in der Stadt. Und in der Stadt wurde mir gesagt, ich soll unbedingt erstmal den Rest fertig machen. An Questen und Co. Das heißt, wir machen jetzt noch die drei hier. Und dann machen wir mal wieder in der Hauptstory weiter. Na gut. Mache ich denn hier, damit wir uns vielleicht nochmal einen Ort angucken, einen kleinen Schnitt. So, ich habe mich dann jetzt hier mal ganz fix zum Schrottplatz begeben und natürlich auch nochmal in guter Manier einmal leer gemacht. Und wir haben auch gleich Besuch am Schrottplatz. Das heißt, Yaozai möchte gleich zeigen, was er drauf hat. Aber nicht mit uns. So, Fleisch haben wir mitgenommen. Dann tiegeln wir jetzt mal ein bisschen weiter. Und schauen wir mal, was jetzt nach vorne kommt. Also ich sehe schon mal einen riesigen Sendemast. Dicker. Hab ich mich jetzt verjagt, meine Fresse. Wirklich? Haben der denn jetzt her? Das ist ein einzelner Enklave-Dude gewesen. Ah, ich glaube, die anderen zwei sind hier vorne, oder? Der Tod kommt mit. Patrouille halt. Ah! Gut. Und einmal noch dich hier. Lasst eure Waffen ruhig da. Gut. Ja, haben wir jetzt gleich wieder Rüstung und Co. dazu gekriegt. Kann ich ja gleich dann bei mir wieder reinschmeißen. So, die Höllenfeuer packen wir auch nochmal zusammen. Und wir müssten sogar zwei Plasma-Gewehre dazu gekriegt haben. Optimal. Also wie gesagt,
Ich habe keine Probleme, meine Baurüstung zu flicken, dank der Enklave. Was haben wir denn hier? Kein Abfluss, wo man durchrennen kann. So, das hier müsste doch das Richtige sein, oder? Auf jeden Fall schon mal ein dicker Zaun drum. Da haben wir das erste Loch. Komm ich hier rauf gehopst? Nee. Warum auch? Dann gehen wir außen rum. Mhm. Was wartet denn hier auf mich? Ein paar Raider. Mal gucken, ob ich dich von hier oben erschießen kann. Okay, das war noch ziemlich simpel. Viel zu weit weg. Hui, die habe ich kommen sehen. Waffenhaus. So. Hier gibt's schön wieder Waffen for free. So. Die Granate sehe ich kommen. So, einmal schnell hier runter. Haben wir den nächsten. Hat er Puff gemacht? Erst wird ins Bein geschossen, dann in den Rest. So. War ich nicht. Bin unschuldig. Ich weise sämtliche Schuld von mir. So. Hier nehmen wir nochmal Fläschchen. Selber schuld. Ich hab dir die Chance gegeben. Okay. Die Flinte wollte er mir nicht geben. Hier haben wir eine Tür. Gut, kann ich öffnen. Gut, falls man mal runterspringt, ne? Gibt es aber nicht irgendwo eine Treppe oder sowas? Damit ich hier oben mal gucken kann. Gibt da keine Treppe? Das ist aber mistig. Wie soll ich denn da hochkommen? Also wie die runtergekommen sind, weiß ich. Aber hier, ah. So, habt ihr hier noch irgendwas versteckt vor mir? Bestimmt, ne? Aber gib dir nicht mehr zu. Nee, hier ist auch nichts weiter. Aber hier oben vielleicht noch was. Also, bis auf den, den ich erschossen habe. Und den, der erschossen wurde. Da geht's noch weiter hoch. Ah, Blut. Aber leider kein Anzeichen. Gut, da hinten geht es noch weiter hoch. Dann gehen wir da auch nochmal ganz nach oben. Aha. Munition und Vorräte. Sehr gut. Ah, hier war doch irgendeiner mit einem Raketenwerfer. Das war bestimmt der mit der Kampfflinte. Hat die Kampfflinte von jemand anders aufgehoben. Sieht aber schon mal gut aus. So, wieder runterhopsen. Das Döschen aufnehmen. Ja, jetzt weiß ich wenigstens, von wo das Döschen herkam. Nochmal ein bisschen Stims. Munition.
Dann sagen wir doch nicht nein. So, hier hatten wir den nächsten. Den nehmen wir auch gleich mit. Oh, da hat sich jemand aber eine blutige Faust geholt an dem Safe. Wir nehmen ihn trotzdem aus. So, und hier hinten haben wir noch zwei. Aha. Hier wurde unter Blut die Metallkisten hingelegt. Mir ist jetzt hier aber auch nicht zu holen. Wir können natürlich nochmal reingehen, aber sonst hier draußen haben wir jetzt alles erledigt, denke ich mal. Hier drüben haben wir noch eine Seite. Vielleicht haben wir da ja noch irgendwas. Auf dem LKW? Nee. Oh, da hinten geht es sogar hoch. Kleines Treppchen. Aber auch hier sieht es nach nichts Interessantem aus. Naja. Ja, warte, ich komme gleich rum nach. Du schießt mir ein bisschen zu gut. Da wollte er jetzt wirklich abhauen. Dich holen wir uns aber gleich noch. Dich holen wir uns gleich noch ab. Wart ab. Mhm. Das besonnene Herz muss immer obsiegen. Wir haben Ausgestoßene gefightet. Gegen Enklave. Und so wie es aussieht, hat man wieder die Enklave gewonnen. Na komm, den will ich mir jetzt nochmal holen. Können wir uns nochmal Laufgeschwindigkeit aneignen? Bestimmt, oder? Naja, sieht schlecht aus. Oder? Hier nochmal Raider-Rüstung. Jawohl. Das passt. Ja, haben wir die nächste Ersatzrüstung zum Reparieren. Ich danke dir. Und jetzt sind wir wieder überladen. Gut, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Ich werde jetzt mal kurz nochmal entrümpeln und wir sehen uns dann genau hier in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn!